Bergführer sein ist für mich ein und alles. Ich kann das Hobby mit dem Beruf verbinden. Und ich bin überzeugt, das ist etwas vom Schönsten, was du machen kannst. Weil generell Hobby macht man gerne. Und ich kann sozusagen sehr, sehr gerne arbeiten. Das ist meine Leidenschaft, mein Hobby und mein Beruf. Ich habe diesen Beruf nicht gewählt, um etwas Spezielles zu sein. Ich habe meinen Beruf gewählt, dass ich meine Brötchen mit Freude verdienen kann. Und das ist die beste Lebenseinstellung, die man haben kann, wenn man etwas mit Freude macht. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich bin nicht etwas Spezielles. Ich bin einfach Bergführer geworden, weil mir nichts anderes ist in sich gekommen, vorher. Die beiden Bergführer, Kathi Fliemen und Teddy Zumstein, satteln ihren Rucksack. Das Wochenende steht nämlich das 3400 Meter hohe Gewächtehorn im Sustengebiet auf ihrem Programm. Vier Gäste wollen den Berg mit Hilfe der beiden Vierer in Angriff nehmen. Vor dem Ablauf gibt es noch die letzten Instruktionen. Der, der die Zelle nicht drauf hat, eben noch drauf tun. Das ist der Aufstieg von etwa in 2,5 Stunden. Aber wir kommen hier kurzum geht schon auf den Gletscher. Darum machen wir einsetzen, hier auf den Weg machen. Wir haben die Pfeil drauf. Die Haarschreise brauchen wir allweg nicht mehr, weil es schon ziemlich warm ist. Und wir legen aber auch das Gestell anlegen. Komm, das tun wir mit dem Karabiner. Und dann hier zurück. Die Teilnehmer treffen noch die letzten Vorbereitungen. Dazu gehört auch, das lawinenverschüttete Gerät anzulassen. Gut, jetzt könnt ihr langsam an mir vorbeilaufen, machen gerade Parifox-Kontrolle. Wichtig ist hier, dass man kontrolliert, ob bei jedem Teilnehmer das lebenswichtige Gerät funktioniert. Gut. Gemütlich. Wenn nämlich jemand unter eine Lawine kommt, könnte man die verschütteten Tankgeräte wiederfinden. Gut, Peter. Der Teddy Zumstein und Kathi Fliemen arbeiten seit einem Jahr zusammen. Während er erst seit knapp 2 Jahren Bergführer ist, arbeiten sie schon seit 23 Jahren im außergewöhnlichen Beruf. Im Kanton Bern war sie 1986 sogar die erste Frau, die den Aspirantenkurs in Angriff genommen hat. Schlussendlich hat man gemerkt, dass eine Frau sich hier anmeldet. Und dann bin ich hier angetrabt und dann hat der technische Leiter, der Grindelwaldner, dann er hat gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass wir das Freilein bei uns haben. Schenken die immer nicht, aber haben die Sorge gezögert. Hoppla! Jetzt gibt es noch einen Steinschliff. Dann geht es weiter auf den Steingletscher selber. Hey, ist der Gletscher zurück noch eins, hä? Hei. Hat das da wieder geändert, hä? Hier bist du vorher gerade vierchen auf den Gletscher geliefen. Und hier, also vor 25 Jahren, ist der Gletscher bis ab in den See gekommen. Auf dem Gletscher liegt Schnee und weil die Gruppe mit den Ski unterwegs ist, müssen sie sich trotz der Gletscherspalte nicht anseilen. Ein Problem sind hier viel mehr die Gletscherabbrüche ob innen, die immer wieder Eisblöcke abbrechen können. Hier gibt es aber einfache Regeln zu befolgen. Unter dem Gletscherabbruch darf man nicht näher die Dirche laufen, keine Pause machen. Und dann muss man halt schauen, dass man mehr rechts läuft, wo man nicht unter Beschuss ist von den Eisblöcken. Langsam läuft die kleine Gruppe der stotzige Hang bis auf. Und hier ist es stotzig wie ein Hund, aber da müssen wir jetzt durch. Die Gruppe meistert aber alle Hürden. Und nach gut 3 Stunden erreichen sie die Berglihütte auf knapp 2800 Meter über Meer. Hedeli! Ja. Rund ist ein Schmüse. Jetzt haben wir wieder mal ein bisschen. Das ist problemlos gegangen. Schon nicht so weit, wir haben gewusst, nur ein bisschen zu hitten und tipptopp.
Es war warm, aber es war gut. Es ist ein schön gemütliches Tempo. Es ist also sehr gut gegangen. Ja. Du gehst nicht rechts. Ja. Der Grat sitzt. Dann besprechen die beiden Bergführer draussen Details für die Tour am nächsten Tag. Für Teddy Zumstein ist die Zusammenarbeit mit der erfahrenen Bergführerin ein Glücksfall. Ich wüsste nicht, wenn ich sonst einfach gerade hätte Gäste bekommen. Das hätte einfach etwas längere Zeit gebraucht. Wir sind ja nicht gegen 100%ig einer Meinung. Aber wir haben das Glück, dass wir das ausdiskutieren können. Dass wir einander auch akzeptieren. In der Hütte gibt es Polenta zum Znacht. Hungrig und gut gelaunt stärken sie sich nach einem anstrengenden Tag. Die Bergführer zeigen den Teilnehmern, wo es morgen genau dir geht. Morgen haben wir ein Viertel ab 4 Uhr zum Morgenessen. Ja, das ist gut. Trotz der frühen Tagwache stossen sie noch eins an. Währenddessen wird es langsam Nacht in den Bergen. Der Mond steigt noch am Himmel, wo die Gruppe um die beiden Bergführer Kathi Flieme und Teddy Zumstein am 4 Uhr Morgen schon am Morgentisch hocken. Am Nachmittag soll das Wetter nämlich wüst werden und darum müssen sie so früh wie möglich wieder zurück im Tal sein. Es ist nicht ganz wolkenlos. Das sind auch Zeichen, dass wir eigentlich heute immer ein bisschen vorwärts machen müssen. Wie immer vor der Tour gibt es auch heute vor dem Ablauf die Kontrolle, ob die lawinenverschütteten Geräte bei jedem Gast laufen. Dann kann das Ziel gewächte Horen auf 3420 Meter in Angriff genommen werden. Gehen wir gut, gehen wir hier links um die Steine. Nachher gegen rechts auf. Inzwischen ist es 6 Uhr am Morgen. Die Sonne kämpft sich langsam über die Berge. Also ich habe jetzt zum Beispiel sehr gerne, wenn ich am Morgen früh mit der Stirnlampe starte und nachher wird das Tag. Dann merkt man den Tag. Es dämmert, nachher hat der Himmel alle Farbe, ein Sonnenaufgang, es ist still zu ringen. Man hört das Knarschen von der Stiegeis oder was immer. Das tue ich mir, das ist ein super gutes Gefühl. So. Aufschliessen. Die Gruppe erreicht den Grat vom gewächten Horen. Dicke Nebel zieht auf und kindet, früher als erwartet, das schlechte Wetter an. Mensch, Teddy? Ja, momentan könnte es noch gut sehen, wir euch das Wetter nehmen. Ja, man könnte vielleicht noch zwischen den Geschwind auf dem Radar schauen, ob da wirklich schon so ein Gewitterherd kommt. In den Bergen kann das Wetter manchmal so, manchmal früher, manchmal später kommen. Heute ist halt der Nebel ziemlich frei gekommen. Und ich denke, das war schon die Schwierigkeit, der Entscheid, gehen wir jetzt weiter, gehen wir nicht. Aber es war ja nie gerade so kritisch, dass wir jetzt nicht eine Rückzugmöglichkeit hatten. Und darum schnallen alle die Ski an den Rucksack und die Steigeisen an die Füße. Inzwischen sieht man fast niemand wegen dem Nebel. Und mit der zusätzlichen Last am Rücken schreitet die Gruppe langsam auf den Grat zu. Bei einer solchen Tour muss nebst allem auch darauf geschaut werden, dass man die richtigen Gäste mitnimmt. Also ich denke, man muss Leute mitnehmen, die an dieser Tour gewachsen sind. Das ist sicher eine Entscheidung, die viel hilft, Probleme wegzugehen, sagen wir es so. Wenn wir jetzt hier blöd Fänger mitgenommen hätten, wir schon vielleicht auf einmal Probleme gehabt. Das Gewächtehoren gilt zwar nicht als schwieriger Berg,
Einigermaßen trittsicher sollte man aber gleich sein. Schließlich muss auch der Bergführer am Gast ein gewisses Vertrauen schenken, weil sie am gleichen Seil sind. Jetzt kannst du hier links herstehen, dann kannst du hier etwas heben, dann raufstehen. So. Eine gute Bergführer, Bergführerin ist für mich mal primär ein Kamerad, ein Freund, wo ich weiss, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich mich vertrauen kann. Das ist für mich ganz klar eine Tour, wo ich nur geführt werde. Und das hat man jetzt gesehen heute. Das ist, ich werde, vor dem Grat wäre ich umgekehrt. Im Umgang mit den Gästen ist vor allem eins wichtig. Für uns ist es ganz wichtig, dass man ihnen Sicherheit vermittelt. Wir das Risiko möglichst minimieren. Es gibt immer ein Restrisiko. Das haben wir auch, wenn wir auf die Straße gehen. Objektiv Gefahren, die man akzeptieren muss. Aber wir möglichst das möglichst Risiko minimieren. Und das ist eigentlich unsere wichtigste Aufgabe, möglichst die Gäste gesund und zweck wieder einzubringen. Plötzlich fängt es an zu schneien. Die Geschwindigkeit ist jetzt gefragt, weil auf dem Gipfel ist jetzt der kürzer Weg, als wieder umzukehren. Wenig später erreicht Teddy Zumstein mit der ersten Seilschaft den Gipfel. Ei, ei! Juhu! Genau. Teddy, danke. Bravo. Hey, das ist mehr vielmals. Wenig hinten dran folgt Kathi mit ihren Gästen. Oh. Oh. Ah ja! Franz! Hey! Gratuliere! Hat mich jetzt gerade ein bisschen gefordert. Ja, das ist gut! Das muss so sein! Hallo, Gretz! Hätteli! Merci, gell? Als krönenden Abschluss gönnen sie sich noch einen Schluck Schnaps. Merci. Die Besteigung des Gipfels ist nicht nur für die Gäste ein schönes Erlebnis. Die Leute kann ich auf den Gipfel bringen. Mit viel Zureden, mit guter Betreuung und so weiter. Und nachher haben die ein Glücksgefühl dort oben. Und wenn du das siehst, das tut dir extrem gut, auch als Bergführer. Wie Engelbeise geht das dir in den Hals. Noch das letzte Mal schnallen sie die Ski an die Füsse. Spätestens, wenn die Bergführer die Gäste wieder gesund ins Tal bringen können, sind sie sicher, dass sie den richtigen Beruf gewählt haben.